Heute simulieren wir die Karriere des schlechtesten deutschen Talentes im FIFA 23 Karrieremodus. Dabei handelt es sich um Christian Schmidt. Der 20-Jährige steht aktuell im Kader von Jahn Regensburg und hat eine Gesamtstärke von gerade mal 52 mit einem Potenzial von nur 61. Laut dem FIFA Karrieremodus kann Christian Schmidt also froh sein, wenn er es überhaupt mal irgendwann zum Drittligaspieler schafft. Aber ist das wirklich so? Oder kann man trotz dieser Gesamtstärke und des Potenzials aus Christian Schmidt einen Weltklasse-Stürmer oder Weltfußballer machen? Genau das wollen wir im heutigen Video herausfinden. Leute, bevor wir loslegen, vergesst den Daumen nach oben nicht, für euch nur ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen und zu guter Letzt einen Kommentar von Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen, Like Sachen hoch, die euch gefallen, Leute, und jetzt starten wir rein. Wir beginnen also natürlich bei Jahn Regensburg. Die Eckdaten sind bekannt, Christian Schmidt ist 20 Jahre alt, hat eine Gesamtstärke von 52, ein Potenzial von 61 und sein Vertrag, auch sehr interessant, läuft in 12 Monaten aus. Zuerst brauchen wir natürlich einen Wechsel für Schmidt, damit er auf Spielzeit kommt, und da kommt nur ein einziger Verein in Frage, der einen Spieler mit einer 52er Gesamtstärke gebrauchen kann. Es ist eines, wenn nicht sogar das schlechteste Team, sogar im FIFA 23 Karrieremodus, nämlich UCD AFC aus der Republik Irland. Die verpflichten Christian Schmidt also für 200.000 Euro und da soll er dann auf Spielzeit erstmal kommen. Im Doppelsturm geht Christian Schmidt jetzt also auf Torejagd in der Republik Irland. Ich bin sehr gespannt und wir hoffen natürlich auf viele Tore, denn dadurch steigt sein Potenzial und das brauchen wir im heutigen Video vor allem. Obwohl wir ja eigentlich das gesamtstärkentechnisch schwächste Team haben hier in der Republik Irland, werden wir am Ende der Saison aber nicht letzter. Klar, auf der einen Seite 34 Punkte, Platz 8 ist jetzt nicht so viel besser, aber auf der anderen Seite muss man auch erwähnen, dass Christian Schmidt in der Mitte der Saison gewechselt ist. Also hier in Irland ist es so, dass sozusagen ein Kalenderjahr einer Saison gleicht und nicht über zwei Jahre dann geht. Ein Pokal in Irland gibt es auch, der EA Sports Cup, der wird bestimmt demnächst auch so heißen. Da sind wir im Viertelfinale geflogen im Elfmeterschießen. Und zu guter Letzt also das erste Jahr von Christian Schmidt. Wie schon gerade eben erwähnt, in der Mitte der Saison gewechselt, dementsprechend nur 18 Einsätze, in denen er immerhin auf 7 Treffer kam. In der Gesamtstärke steigt er plus 3 von 52 auf 55 und das Potenzial immerhin ein erstes Upgrade von 61 auf 63 ist jetzt nicht der absolute Burner, aber wir müssen einfach auf immer mehr und mehr Tore von Schmidt hoffen und dann wird das hoffentlich was mit dem Potenzial. Rein also in die zweite Saison, wir bleiben bei UCD AFC, also hier in der Republik Irland. Das Tabellenergebnis aber ein bisschen schlechter als im Jahr zuvor, da war es der 8. Platz, hier also Platz 9, wobei die Punktzahl glaube ich mit 34 exakt dieselbe sein müsste. Im Pokal in Irland waren wir sogar gar nicht mal so schlecht unterwegs, im Finale aber leider gegen die Shamrock Rovers mit 2:0 verloren, die halt glaube ich auch hier in Irland ein relativ gestandenes Team sind. Und zu guter Letzt also Christian Schmidt, Leute, und genau das brauchen wir von dem Jungen hier. 21 Tore in 37 Spielen, in der Gesamtstärke steigt er von 55 jetzt also auf eine 61er Gesamtstärke und auch das Potenzial jetzt also verdient plus 3 hoch von 63 auf 66. Mein Gedanke war jetzt, wir bleiben vielleicht in Irland, wechseln aber innerhalb der Liga, weil Christian Schmidt jetzt schon, was seine Gesamtstärke angeht, einer der besten Spieler, vielleicht sogar der Liga ist, aber hier im Verein definitiv, und vielleicht können wir in der Liga wechseln zu einem besseren Team, wo er dann vielleicht auch auf mehr Scorer kommt. 200.000 Euro hat damals UCD bezahlt und verkaufen ihn jetzt für einen ordentlichen Profit weiter, nämlich für 600.000 Euro an die Shamrock Rovers. Ihr erinnert euch, der Verein, der uns in der vergangenen Saison also im Pokalfinale rausgehauen hat, hat aber das Potenzial von Christian Schmidt erkannt, ihn verpflichtet und ab der dritten Saison gehen wir also an den Start für die Shamrock Rovers. Und wenn man sich immer so die Mannschaft anguckt, dann ist das glaube ich auch die richtige Entscheidung gewesen von den Gesamtstärken her. Passt Schmidt hier auch sehr gut rein, allesamt im 60er Bereich. Wenn man überlegt, bei UCD hatten wir glaube ich alle im 50er Bereich. Also wir haben hier schon ein ordentliches Upgrade gemacht und ich hoffe, das macht sich auch in der Saison bemerkbar. Was die Tabelle angeht, schon mal auf jeden Fall. Wir werden Vierter, leider nicht unter den ersten drei, womit wir uns glaube ich fürs internationale Geschäft qualifiziert hätten. Da waren wir leider 5 Punkte hinter. Und tatsächlich war Christian Schmidt dieses Jahr sogar wieder im Pokalfinale, letztes Jahr mit UCD gegen die Shamrock Rovers verloren. Dieses Jahr also mit den Shamrock Rovers ebenfalls im Finale gestanden, aber da gegen die Sligo Rovers verloren. Was sind das hier für Namen, Alter? Die könnten alle aus Harry Potter kommen. Und ich muss sagen, Leute, so ganz ist mein Plan nicht aufgegangen. Denn klar, wir haben bessere Teamkollegen, aber das bedeutet natürlich auch, dass die Teamkollegen ebenfalls in der Lage dazu sind, Tore und Vorlagen zu machen. Dementsprechend sind es sogar weniger Tore hier in dieser dritten Saison für Christian Schmidt. Eins an der Zahl, also es ist jetzt nicht so viel weniger, es sind 20. Letztes Jahr waren es 21. Wir haben halt Teamkollegen mit 15 und 10 Toren noch daneben, was halt Christian Schmidt wahrscheinlich das ein oder andere Tor geklaut hat. Ist aber halb so wild. Die Gesamtstärke steigt plus 4, von 61 geht es also auf 65 und das Potenzial ebenfalls wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den Wechsel angeregt, aber auch durch die ordentliche Leistung von 66 auf 70.
70. Damit haben wir schon mal den 70er-Bereich erreicht, was mit 22 Jahren schon mal ganz ordentlich ist. Üff, Leute, und ich hätte es fast nicht bemerkt, aber Christian Schmidt hat wohl bei seinem Wechsel zu den Shamrock Rovers eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag drin gehabt. Die lag bei 1,6 Millionen. Und nachdem also die Shamrock Rovers 600.000 Euro für Schmidt bezahlt haben, wechselt er jetzt also für 1,6 Millionen in die dritte Liga und das zu Freiburg 2. Wie ich finde, eine sehr interessante Angelegenheit, weil Freiburg natürlich zwei Mannschaften im Karrieremodus hat. Einmal die erste Truppe in der Bundesliga und eben die zweite in der dritten Liga. Und da könnte man ja vielleicht Schmidt irgendwie im Laufe der Zeit ja von der zweiten in die erste Mannschaft befördern. Aber dafür muss er erstmal an Leistung abliefern und halt auch an Gesamtstärke vor allem dazu gewinnen. Weil eine Saison in Irland natürlich einem ganzen Kalenderjahr gleicht, sind wir jetzt hier in der Mitte der Saison gewechselt, sozusagen in der Wintertransferphase und landen am Ende in der Saison hier mit Freiburg 2 auf dem 15. Tabellenplatz mit 45 Punkten am Ende. Da wäre noch einiges nach hinten, aber auch nach vorne gegangen. Da wir jetzt wieder zurück in Deutschland sind, endet die dritte Saison sozusagen auch erst jetzt, denn wir sind wieder zurück da, wo eine Saison über 2 Jahre sich verteilt. In 20 Einsätzen kam Christian Schmidt also auf 14 Treffer, was eine unfassbar krasse Leistung ist, also ein völlig nahtloser Übergang hier in die dritte Liga. In der Gesamtstärke steigt er nochmal plus 2 von 65 auf 67 und das Potenzial verdient. Wir gehen langsam hoch im 70er-Bereich von 70 auf 73. Ich bin sehr gespannt. Natürlich bleiben wir fürs nächste Jahr ebenfalls hier bei Freiburg 2. Und dieses Jahr läuft es für die Freiburg-Amateure auch einfach unfassbar gut. Wir dominieren diese dritte Liga einfach mal komplett. 82 Punkte am Ende des Jahres auf dem Konto. Der zweite mit 68 steht einfach mal nur bei 68 und führt dann mit 65. Kommen wir also wieder zu Christian Schmidt. Und ja, Leute, ich bin relativ zufrieden. Wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz, denn letztes Jahr oder letzte Saison, die Rückrunde, 20 Spiele, 14 Tore, jetzt 39 und nur in Anführungszeichen 22 Tore. Der mittlerweile 24-Jährige steigt dieses Jahr also plus 5 in der Gesamtstärke von 67, wo er letztes Jahr geendet ist, dieses Jahr am Ende auf eine 72. Das Potenzial steigt ebenfalls von 73 auf 77. 22 Tore ist ordentlich, würde ich mal behaupten, dieses Jahr, aber auch einige Scorer von eben Teamkollegen, alleine der zweite und der dritte kommen fast auf 30 Tore zusammen. Und es ist jetzt auf jeden Fall klar, Leute, dass der nächste Schritt für Christian Schmidt kommen muss, denn mit einer 72er Gesamtstärke sind wir viel zu gut für die dritte Liga und ja, bei Freiburg 2 würde ich jetzt auch noch ungern bleiben, denn die steigen jetzt in die zweite Liga auf und das ist halt einfach maximal unrealistisch. Also, dass sie überhaupt in der Lage dazu sind. In der Realität sind sie auch immerhin Zweiter geworden. Es folgt also erstmal der Wechsel vereinsinterne von Freiburg 2, also zur ersten Mannschaft vom Sportclub aus Freiburg. Die Perspektive dort in der Mannschaft ist aber nicht so riesig für Christian Schmidt und dementsprechend soll es also nochmal eine Leihe geben und zwar in die zweite Bundesliga zu mittlerweile wieder abgestiegenen Schalke 04 oder erneut aufgestiegen und wieder abgestiegenen. Ich weiß es leider nicht ganz genau, wir sind ja auch mittlerweile schon in der 5. Saison. Es geht also eine Liga hoch, von der 3. in die 2. und da soll man jetzt natürlich auch gespannt drauf gucken, wie Christian Schmidt sich verhält, ob er jetzt in der 2. Bundesliga komplett abkackt, vielleicht das sein endgültiges Potenzial ist, was er erreicht hat, oder er macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Das gilt es jetzt herauszufinden, die Gegebenheiten hier bei Schalke könnten auf jeden Fall schlechter sein. Denn am Ende des Jahres steigen wir schon mal direkt auf, es wird die Vizemeisterschaft gegen Union Berlin, können wir leider nicht viel ausrichten, die sind am Ende der Saison 11 Punkte vor uns, aber auf der anderen Seite sind wir auch 11 Punkte vor Hannover, die Relegation hier eingesagt haben. Und dieses Jahr sind wir auch mal im DFB-Pokal vertreten. Da war leider in Runde 3, also eine Runde weitergekommen, aber dann in der 2. für uns ausgeschieden mit 3:1 gegen Hoffenheim. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Christian Schmidt macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Er ist nämlich der Prototyp-Stürmer schlechthin. Ich bin mir nicht sicher, wir sind jetzt in der 5. Saison und ich glaube, in diesen 5 Saisons kam er auf nicht mal 5 Vorlagen. Aber nun gut, seine Aufgabe ist halt auch nicht Vorlagen zu geben, sondern am Ende die Dinger reinzumachen und das hat er auch in der 2. Bundesliga echt gut getan. Erstmal die Gesamtstärke, welche von 72 auf 76 steigt. Das Potenzial jetzt also endlich im 80er-Bereich von 77 auf 80 gestiegen. Das hat nämlich einen Grund, denn auch in der 2. Bundesliga sind die Leistungen wirklich astrein für Christian Schmidt. 36 Spiele, 22 Tore, eine einzige Vorlage. Ich glaube, das ist ja mal wieder eine Vorlage nach irgendwie 2-3 Jahren, wo es gar keine mal wieder gab. Mittlerweile also 25 Jahre alt, im mittleren 70er-Bereich und das Potenzial jetzt also am Anfang vom 80er-Bereich. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich frage mich aber noch, ob wir es wirklich schaffen, aus Christian Schmidt einen richtigen Weltklasse-Spieler zu machen. Einen künftigen Weltfußballer vielleicht. Das ist jetzt so die letzte Frage, die sich stellt, weil ich meine, mit einer 76er Gesamtstärke sind wir alleine jetzt schon 15 Gesamtstärken über dem eigentlichen Potenzial. Es geht also zurück zum SC Freiburg. Nee, warte mal.
Das steht irgendwie falsch hier im Skript drin. Denn bei Ajax Amsterdam ist man auf dringender Stürmersuche und der Sportclub Freiburg hatte so oder so nicht die Riesenverwendung für Christian Schmidt. Da hieß es, eine weitere Leihe vielleicht oder so. Nee, wollen wir nicht. Christian Schmidt will einen festen Verein haben, wo er auch auf seine Spielzeiten kommt. Das konnte ihm Freiburg nicht garantieren und die 15 Millionen, die Ajax hier bezahlen möchte für den mittlerweile 25-Jährigen, die lässt man sich am Schwarzwald auf jeden Fall schmecken für einen Spieler, der wahrscheinlich gerade mal so die Bank gemacht hätte. Von der Freiburg Bank geht es also in die Ajax Amsterdam Startelf und hier können wir auch unseren ersten Titel, sogar wenn mich nicht alles täuscht, feiern. Also sozusagen erster Titel. Wir sind auch Drittligameister geworden, aber so ein richtiger Meisterschaftstitel, erste Liga, das ist, glaube ich, das Schmackhafteste, was es gibt. Und den holen wir hier mit Ajax Amsterdam. Die Eredivisie also mit 2 Punkten Vorsprung vor PSV am Ende des Jahres. 72 Tore, das merken wir uns. Es bleibt nicht nur ein Pokal national, sondern wir gewinnen auch den Oranje-Becker im Finale gegen Alkmaar mit 2:3 und damit nationales Double eingesackt. Und es hätte sogar das Triple sein können. Oh mein Gott, wir waren im Champions League Finale, treffen auf den BVB und die gewinnen einfach nach 1997 und Lars Ricken endlich mal wieder den Henkelpott mit 3:1 gegen uns im Finale. Das tut schon weh, aber unsere Mannschaft ist halt deutlich schlechter als die von Borussia Dortmund und da kann man überhaupt glücklich drüber sein, überhaupt mal ins Finale gekommen zu sein, auch wenn es schmerzt. 72 Tore von Ajax in der Liga, davon 21 auf dem Konto von Christian Schmidt, der jetzt mit 26 Jahren insgesamt auf 35 Tore in dieser Saison kommt. Let's fucking go! Endlich mal so eine richtige Kracher-Saison für den Stürmer. Über 30 Tore. Genau das ist es, was wir gebraucht haben hier zum Ende des 6. Jahres, weil er bisher schon immer gezeigt hat, über 20 Tore gehen, aber auch meist nur knapp über 20 Tore und da hört es auf und jetzt endlich mal über 30 Tore. Dieser Ajax-Wechsel hat sich unfassbar krass gelohnt, denn auch in der Gesamtstärke steigt der plus 4 von 76 auf 80 und jetzt auch im Potenzial von 80 einfach mal auf 84. Und selbstverständlich bleiben wir dafür ein weiteres Jahr für die 7. Saison mittlerweile hier in der Eredivisie bei Ajax Amsterdam. 77 Punkte holen wir am Ende der Ligasaison und werden damit ein zweites Mal in Folge Meister hier in den Niederlanden. Leider wird es kein zweites nationales Double in Folge, denn im Pokal scheiden wir im Viertelfinale leider im Elfmeterschießen aus. Und der letztjährige Champions League Finalist, der hat dieses Jahr einfach mal 10 Dinger in 2 Spielen von den Spurs kassiert. Let's go, Leute! 44 Spiele, 40 Tore, eine Vorlage von Christian Schmidt. Mittlerweile 27 Jahre alt, die Gesamtstärke steigt auf 83, das Potenzial von 84 auf 88, Leute. Wir stehen wirklich kurz davor, aus Christian Schmidt, einem der schlechtesten, das schlechteste deutsche Talent sozusagen für die Offensive im FIFA 23 Karrieremodus und aus diesem schlechtesten Talent einen der besten Spieler, einen der besten Stürmer im FIFA 23 Karrieremodus zu machen. Wir sind gerade auf dem besten Wege, genau das zu schaffen. Wirklich unfassbar krass. Einfach mal 40 Tore, aber vor allen Dingen auch nur eine einzige Vorlage daneben. Sadio Mané ist mittlerweile steinalt und dementsprechend sucht man auch beim FC Bayern nach einem neuen Stürmer und den findet man in Christian Schmidt. Nachdem Ajax also vor 2 Jahren noch 15 Millionen Euro für den damals 25-Jährigen bezahlt hat, sind es also jetzt 90 satte Millionen Euronen für den 27-Jährigen Christian Schmidt. Seine Karriere begonnen also bei Jahn Regensburg und vielleicht endet sie ja jetzt ebenfalls in Deutschland in der Bundesliga beim FC Bayern München. Nach Lewandowski folgt also Christian Schmidt, der endlich mal wieder eine richtige Nummer 9 ist hier beim FC Bayern und die Mannschaft, die hat es auf jeden Fall in sich. Unfassbar krass, was da alles passiert ist. Wir haben Ferrari im Tor, das ist glaube ich der Pre-Gen von Donnarumma. Wir haben Raum, wir haben Jutalo, wir haben Pedri, wir haben Havertz, Mudrik, Nonto. Also völlig verrückt, was hier transfermäßig abging. Olmo auch nochmal so auf der Bank. Angekommen hier bei den Bayern löst natürlich Christian Schmidt sein Dauerabo ein für den deutschen Meistertitel. Den holen wir hier natürlich in diesem ersten Jahr, auch wenn es relativ knapp war, nur mit 4 Punkten Vorsprung vor Hoffenheim. Im Pokal im Viertelfinale ausgeschieden gegen Stuttgart einfach mal mit 2:1. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Wir erleben die Bayern in ja wohl einer ziemlichen Krisenphase. Ich hoffe nicht, dass wir das irgendwann mal in der Realität erleben, dass Bayern überhaupt mal in der Europa League spielt und dann auch noch im Finale mit 2:3 gegen OGC Nizza verliert. Also das ist ja der absolute Hammer. Ja, und was soll ich sagen? Christian Schmidt, jetzt wo es auf die richtige Top-Bühne geht, da fängt er so ein bisschen an zu straucheln und kommt wieder ins alte Muster. Wir haben 50 Spiele, 23 Tore, absolut normal, standardmäßig bei ihm und ja, eine Vorlage, man kennt's. Im Rating steigt er zwar auf 87, das Potenzial jetzt aber dieses Jahr nur plus 2, was aber wahrscheinlich auch sogar nur vom Wechsel kam, von 88 auf 90. Er muss sich aber straffen, Leute,
weil mit solchen Leistungen, da überlebt man nicht lange als Stürmer beim FC Bayern, wenn du da gerade mal auf 23 Tore kommst. Das muss nächstes Jahr unbedingt mehr werden. Bitte straff dich, Bruder. Wir sind jetzt nicht so weit gekommen, dass du genau jetzt, wo es bei einem Top-Club rangeht, nachlässt. Das Ende der mittlerweile 9. Saison. Es wird die 2. Meisterschaft in Folge mit den Bayern. Dieses Jahr auch unfassbar eindeutig. 83 Punkte auf dem Konto, 15 vor Dortmund. Das nationale Double ebenfalls eingesagt. 2:0 gewinnen wir im Finale gegen Mainz 05. Und nach all den Jahren gibt es auch Rache im Champions League-Finale für das Finale daheim damals. Bayern gegen Chelsea und wir gewinnen mit 3:0 den Henkelpott, das Finale um die Champions League und gewinnen damit das Triple, das 3. Triple in der Vereinshistorie vom FC Bayern. Dieses Jahr also eingesagt, unfassbar. Und jetzt also Leute, einfach nur noch hoffen und beten, dass Christian Schmidt auch einen riesigen Beitrag zu all dem hier geleistet hat. Ja, Leute, ja, was soll ich sagen? Er hat rasiert, das soll ich sagen. 53 Spiele, 52 Tore, eine Vorlage, der beste Scorer diese Saison, 43 an der Zahl, 42 auf dem Konto von Pedri, der könnte vielleicht auch unsere Konkurrenz sein um den Ballon d'Or, wenn den nicht eh Haaland oder Mbappé gewinnt. Aber was die Titel angeht und die Scorer, da muss Christian Schmidt eigentlich ein ganz, ganz klarer Kandidat für diesen Titel sein. 29 Jahre ist er also mittlerweile alt, in der Gesamtstärke einfach mal plus 4 gestiegen. Von 87 auf 91, umso überraschender, weil wir jetzt halt wirklich im 90er Bereich angekommen sind. Potenzial dieses Jahr auch wieder plus 3 hoch von 90 auf 93. Und jetzt gehen wir also rein, Leute, in die 10. und letzte Saison. Und ich hoffe, es ist wirklich die letzte. Wir haben hier schon einiges an Zeit mit Christian Schmidt verbracht und ich hoffe, dass wir vielleicht das nächste Jahr mit Ballon d'Or noch ein paar Titeln beenden können. Das wäre wirklich super und ideal. Okay, ich bin gespannt. Schmidt holt Spieler des Monatspreis und ist er Kandidat für den Spieler des Jahres? Ja, ist er. Neben Nonto, Modric und Haaland. Och nee, Digga, Haaland, bitte. Bruder, mach es jetzt nicht kaputt, Alter. Du hast wahrscheinlich schon 100 davor gewonnen. Jetzt lass mich einen gewinnen mit Schmidt. Einen einzigen. Und bitte, bitte. Ja, Digga, das ist doch Christian Schmidt, oder? Oder ist es Schmidt? Ja, safe. Kein Gameface. Ja, Mann, Digga, es ist Christian Schmidt, der Weltfußballer wird. Leute, das ist eine Erfüllung gerade, wirklich 52er Gesamtstärke begonnen, jetzt sind wir irgendwo im 90er Bereich, 62er, ja 61er Potenzial, auch das im übelsten 90er Bereich jetzt einfach am Start und nicht nur ein paar Titel gewonnen, Champions League hier, Deutsche Meisterschaft, Triple, hast du nicht gesehen, nein, jetzt also auch der beste Spieler der Welt, Christian Schmidt. 20 Jahre Bayern Regensburg begonnen, jetzt also 30 bei den Bayern und ganz oben am Fußball Olymp. Let's go! Schließen wir also noch auf schnelle Welle das letzte Jahr ab, indem wir eine 3. Meisterschaft in Folge mit den Bayern holen. 80 Punkte dieses Jahr auf dem Konto, 6 vor Leverkusen. Es ist ein weiteres nationales Double dieses Jahr und wir gewinnen wieder 2:0 im Finale gegen Mainz und alles ist genau gleich. Mainz ist links, Bayern rechts und wir gewinnen 2:0. Wirklich exakt wie im Jahr zuvor. Und zu guter Letzt die Königsklasse, wo wir leider im Viertelfinale gegen Manchester City rausgeflogen sind mit 2:3 im Gesamtergebnis. Das letzte Jahr von Christian Schmidt ist auf jeden Fall ein ordentliches, würde ich mal sagen. Eins seiner besseren Jahre, eins seiner besten, glaube ich, kann man auch sagen, von so 4 richtig krassen Jahren, die er hatte. 51 Spiele, 35 Tore, mal wieder keine einzige Vorlage gemacht. In der Gesamtstärke steigt der plus 2 nochmal von 91 auf 93, im Potenzial nochmal plus 1 von 93 auf 94. Aber ich kann euch auch jetzt sagen, mit 30 Jahren würde es nicht mehr wirklich weit gehen für Christian Schmidt. Also im nächsten oder übernächsten Jahr würden dann schon die ersten Minus Gesamtstärken reinflattern. Dieses Jahr auch, glaube ich, zum ersten Mal nach langer Zeit nicht die meisten Scorer gemacht. Die müssten auf das Konto von Nonto gehen, der einfach mal 41 Torbeteiligungen insgesamt hat. Sehr, sehr krass. Aber zum letzten Jahr also nochmal das nationale Double geholt. Klar, Champions League immerhin auch gegen eines der besten Teams ausgeschieden, gegen Manchester City. Den Ballon d'Or gewonnen, im Team of the Year dementsprechend auch gewesen. Also mehr kann man, glaube ich, nicht verlangen für einen Spieler, der mit einer 52er Gesamtstärke dieses Video begonnen hat. Hier sehen wir übrigens nochmal den Grund, warum Christian Schmidt einfach nie Vorlagen macht. Richtig, er hat ein Tempowert von 90, ein Schießenwert von 92, Dribbling 85, Physis 79. Klar, als Stürmer muss er nicht verteidigen, aber ein Passenwert von 55, der dürfte auch mal ein bisschen höher sein. Aber er hat dann wirklich, er kann guten kurzen Pass spielen. Auf 5 Metern spielt er dir einen Iniesta-Ball, aber ab 10 Metern kann der Bruder aller Kreisliga-Stürmer keinen Ball mehr spielen zu irgendeinem Kollegen oder sonst wen. So viel also zu den Werten nochmal im einzelnen Detail von Christian Schmidt. Wirklich unfassbar krass, dass das am Anfang alles 50er-Werte waren. Zu wild. Jetzt aber nochmal der ganze Karriereverlauf, die ganzen Endstatistiken und so weiter, die Endgrafik von Christian Schmidts Karrieresimulation. Das sehen wir uns jetzt.
jetzt an. Alles klar, Leute. Zum Ende der Karrieresimulation war Christian Schmidt also nicht mehr 20 Jahre alt, sondern 30. Er hatte begonnen bei einer Gesamtstrecke von 52. Da sind wir am Ende bei einer Gesamtstrecke von 93 gelandet. Das Potenzial von anfangs 61 ist am Ende ein Potenzial von 94. In 10 Saisons kam er insgesamt auf 281 Treffer. Und ich hoffe, ich habe es richtig gezählt. War halt auch super übersichtlich, denn es sind 4 ganze Vorlagen daneben. 4 Vorlagen in 10 Saisons. Das ist nicht mal eine halbe pro Jahr. Was aber ein ganzer pro Jahr ist, ist der Titel. Denn 10 Saisons, 10 Titel, die wir insgesamt geholt haben. Begonnen haben wir die Karriere bei Jan Regensburg. Von da ging es zu UCD AFC. Jetzt muss ich die ganzen Namen nochmal hier aus dem Kopf wissen. Shamrock Rovers war dann der nächste Verein, wo wir für 600.000 Euro hingewechselt sind. Dann für 1,6 Millionen Euro zu Freiburg 2. Vom SC Freiburg dann für 15 Millionen Euro in Richtung Ajax Amsterdam. Und von dort aus nochmal für 90 Millionen Euro in Richtung Bayern München. Was eine insgesamte Transfersumme von 107,4 Millionen Euro ergibt. Und das Wichtigste und auch das Schönste, wenn man das sagen kann bei so einer Karrieresimulation: Ballon d'Or gewonnen? Frage, ja, wurde er. Einmal in der letzten Saison haben wir es geschafft, also den Weltfußballerpreis mit dem schlechtesten deutschen Talent im FIFA 23 Karrieremodus zu holen. Damit ist meine Mission geschafft. My mission is done. It's complete and yeah, we are coming to the end of the video. Friends and Friendinnen. Was? Ich laber nur Scheiße, Leute. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, Leute, vergesst den Daumen nach oben nicht. Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar von Algorithmus und ja, wirklich der Daumen, Leute. Das ist nur ein ganz kleiner Klick. Also macht das auf jeden Fall, um die Videos zu unterstützen, genauso wie den anderen ganzen Kram. Und an der Stelle sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!